So, sehr geehrter Herr Elsässer, liebe Christine, lieber Andreas, liebe Damen und Herren, ich finde es schön, dass Sie alle hier sind. Ich bedanke mich bei den Organisatoren für diese Mühe. Wie Sie gehört haben, bin ich der Direktkandidat für den Wahlkreis Waldeck. Ich bin aber auch Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion hier im Kreistag, Landesvorsitzender der JA Hessen und auch dort im Bundesvorstand. Aber ich möchte Ihnen ein paar Sachen erzählen aus meiner Funktion als Fraktionsvorsitzender, bevor ich auf bundespolitische Themen zu sprechen komme. Denn hier haben Sie uns ja schon ins Parlament gewählt und Sie sollen auch erfahren, wie es dort läuft. Ich will mal ein paar Beispiele erläutern. So haben wir einen Antrag gestellt zum ersten Kreisbeigeordneten des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Ich will das kurz erklären, das ist der Vertreter des Landrates. Der Mann wird mit B6 besoldet, über 8000 Euro zahlen wir alledem jeden Monat. Es gibt insgesamt 12 Kreisbeigeordnete und der erste davon kriegt eben dieses Geld und trägt eine Hauptlast der Arbeit. In anderen Landkreisen in Deutschland arbeitet der Mann ehrenamtlich. Auch hier ist es schon so gewesen. Und wir haben gefordert, macht das doch wieder so. Ja, denn wir haben ja 12 Kreisbeigeordnete, denn verteilen wir die Arbeit eben anders und können das Geld vom Steuerzahler in andere Dinge investieren. Sie können sich vorstellen, wie das ausgegangen ist. Man hat uns natürlich überhaupt nicht zugestimmt, nur die Stimmen der AfD gab es für diesen Antrag, der Mann verdient weiter gut Geld. Und der Grund ist natürlich nicht der, dass unser Landkreis das unbedingt braucht, sondern der Grund ist der, dass es politische Verhandlungsmasse ist in den Koalitionsverhandlungen. Es ist auch immer schön, wenn es einen geben kann, der einen so gut dotierten Posten bekommt. Naja, und der besteht jetzt weiter. Wir haben versucht, ihn abzuschaffen. Eine andere Sache, die wir uns angenommen haben, ist die Kreisverkehrswacht. Für die, die es nicht kennen, will ich es kurz erklären. Die Kreisverkehrswacht geht an Schulen und klärt auf über die Gefahren im Straßenverkehr, gerade in Bezug auf Alkohol und Drogen. Und die brauchen nun die lächerliche Summe von 3000 Euro im Jahr, um ihre Verwaltung besser auf die Reihe zu bekommen. Also es ist bei denen wirklich sehr knapp. Die können das kaum bestreiten und die brauchen eben für ihre Verwaltung, für den Betrieb der Büros 3000 Euro im Jahr. Eine lächerliche Summe verglichen mit dem, worüber sonst so beschlossen wird im Kreistag. Naja, und wir haben diesen Antrag gestellt und dachten uns, hier geht es ja nicht um Flüchtlinge, ja, oder hier geht es nicht um die Transferunion oder andere Dinge, wo nur die AfD eine andere Meinung hat als der Rest der Altparteien. Wir dachten, das ist doch was Gutes. Wir wollen ja alle den Bürgern helfen. Ja? Aber natürlich war jede andere Fraktion gegen uns bei dieser Sache. Man hat sich dann irgendwelche Begründungen ausgedacht. Tatsächlich ist natürlich der Grund, dass hier in der Zeitung gestanden hätte, die AfD hat einen Antrag durchbekommen, die AfD hilft der Kreisverkehrswacht. Und da geht es im Endeffekt dann lieber darum, diesen Triumph der AfD nicht zu gönnen und um den Preis muss dann die Kreisverkehrswacht auf ihr Geld verzichten. So läuft Politik, ja? Denken Sie nicht, da ginge es um Sie, liebe Damen und Herren. Eine andere Sache, mit der wir uns befasst haben, ist die Mobilität hier im Landkreis. Denn Sie wissen, dass das alles sehr weiträumig hier ist. Und junge Leute, haben natürlich mitunter ein Problem, von A nach B zu kommen. Und da gibt es in Düsseldorf eine ganz interessante Lösung. Da kann man, wenn man möchte, in Zusammenarbeit mit einem privaten Anbieter Bustickets sich bezahlen lassen, indem man Werbespots schaut, ja. Das sind dann drei Werbespots, glaube ich, zwei oder drei, geht 21 Sekunden. Also man würde den anmachen, würde mein Handy weglegen, in einer Minute hätte ich ein kostenloses Busticket. Ja, das könnte ja eine Möglichkeit sein, denn so arm die Menschen auch sind, jeder hat ein Smartphone. Und wir haben dann überlegt, könnte das für uns eine Möglichkeit sein. Ja, der Kreis hätte keine Mehrkosten und die Menschen könnten viel einfacher mobil sein und vor allen Dingen zum Teil kostenlos. Und unser Antrag war denn, dass man doch prüfen möge, ob das eine Möglichkeit sein könnte für uns. Und Sie können sich wahrscheinlich inzwischen denken, worauf ich hinaus will, bloß nicht der AfD diesen Erfolg gönnen. Die Parteien haben auch das abgelehnt. Wir wollten es nur prüfen, aber nicht einmal das wollte man uns
gestatten. Die Linie ist also ganz klar eine machtpolitische. Die Politik ist nicht an Ihnen und Ihrem Wohl interessiert. Das ist die Lehre, die unsere Fraktion aus der politischen Erfahrung bisher zieht. Eine Anekdote noch, die mir da einfällt, wenn Sie sich an die 3000 Euro erinnern, die wir der Kreisverkehrswacht zukommen lassen wollte. Die SPD hat sich eine neue Stelle geschaffen, ehrenamtlich, aber man bekommt Entschädigung, eines neuen Kreisbeigeordneten. Und sie gibt freimütig zu, das sei so vereinbart gewesen in Koalitionsverhandlungen. Der Vertreter vom Landrat sollte CDU werden und die wollten sich eine neue Stelle dafür schaffen, um Stimmengleichheit zu haben. Und diese machtpolitische Maßnahme, die keinen Nutzen für unseren Landkreis hat, sondern nur einen Nutzen für die SPD, die bezahlen wir alle mit 4.300 Euro ungefähr im Jahr. Dafür ist Geld da, ja, für die Kreisverkehrswacht nicht. So läuft Politik. Ein letztes Beispiel möchte ich noch nennen, da geht es um den kleinen Waffenschein. Da haben wir eine Anfrage gestellt, beziehungsweise unser Fraktionsmitglied Hakula Dippel, da vorne sitzt er. Wie haben sich denn die Antragszahlen entwickelt im Landkreis? Und das konnte man uns leider nicht sagen, man hat uns da eine ganz lange Begründung geliefert, mit ganz vielen Paragraphen darin, wo man uns das auf gar keinen Fall sagen kann, denn das Land sei dafür zuständig. Der HNA konnte man es denn sagen, ein paar Monate später. Manche haben es vielleicht gelesen, ich will es Ihnen nochmal erzählen. Im Jahr 2014 und 2015 wurden jeweils 30 kleine Waffenscheine beantragt. 2016, das Jahr der großen Bereicherung, da waren es dann über 430. Ja. So sicher fühlt sich der Bürger. Und wir haben dann den Antrag gestellt, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die herausfinden möge, warum fühlt sich denn der Bürger hier nicht sicher? Das muss uns doch interessieren. Aber, liebe Damen und Herren, wir stehen ja kurz vor den Wahlen. Und so hat man uns nicht einmal gestattet, diesen Antrag auch nur auf die Tagesordnung zu setzen. Man hat uns nicht gestattet, auch nur darüber zu diskutieren. Und die Begründung war, wir sind ja für kleine Waffenscheine, wie wir Ihnen schon erzählt haben, nicht zuständig. Ja. Unser Antrag ging aber um die Gründung einer Arbeitsgruppe, die herausfinden soll, warum fühlt sich der Bürger nicht sicher. Also etwas völlig anderes, aber die ganze Sache ist abgelehnt. Wir gehen aktuell dagegen vor. Wir haben den Rechtsweg beschritten und wollen mal sehen, ob wir da erfolgreich sein können. So viel nur als kleiner Auszug von unserer Arbeit im Kreistag. Wir tun unser Möglichstes, ein Stachel im Fleische der Altparteien zu sein, aber die blockieren uns wirklich mit allen Mitteln und was daraus eben die Lehren sein sollten, ist wirklich, da geht es ums Image und nicht um das Wohl des Bürgers. Das gilt auf der Kreisebene genauso wie auf der Bundesebene. So, jetzt wollen wir aber über bundespolitische Themen berichten, denn das ist ja eine Veranstaltung hier zur Bundestagswahl 2017. Warum ist diese Wahl so wichtig? Man spricht ja sogar von der Schicksalswahl 2017 oder vom Schicksalsjahr 2017. Was brauchen wir denn, um glücklich zu sein oder uns einigermaßen wohlzufühlen? Ich denke, Sicherheit ist wichtig, dass wir eine Rente bekommen, von der man einigermaßen normal leben kann. Wohlstand ist wichtig. Und für uns hier, für uns Patrioten, ist es auch wichtig, dass wir ein Deutschland haben, das man noch als solches erkennen kann und das man noch als solches bezeichnen darf. Und jetzt wollen wir mal diese Punkte durchgehen. Ich will zuerst den Punkt Sicherheit aufgreifen. Erinnern Sie sich, wir haben momentan die erfolgreichste Bundesregierung aller Zeiten an der Macht. Vom Jahr 2015 auf das Jahr 2016 sind wir im internationalen Sicherheitsranking, da gibt es einen Travel and Tourism Competitiveness Report, sind wir um 31 Plätze nach unten gerutscht. In nur einem Jahr. So bereichert sind wir schon. Da können wir uns bei unserer Regierung bedanken. Wer also meint, Deutschland würde unsicher, der ist nicht ein vorurteilsbehafteter Mensch und der leidet auch nicht unter diffusen Ängsten, sondern der hat die Situation ganz genau richtig erkannt. Ich will Ihnen da auch nochmal ein konkretes Beispiel an die Hand geben oder ein paar Zahlen, weil es ja auch immer wieder Artikel gibt in der Presse, die behaupten, unsere Neuankömmlinge seien überhaupt nicht krimineller als die Deutschen, die hier schon leben. Und um dem zu widersprechen, kann man einfach mal die Internetseite vom Bundeskriminalamt aufrufen und sich dort die polizeiliche Kriminalstatistik 2016 herunterladen. Da sind nämlich diese
Armutsmigranten oder Flüchtlinge gelistet als Zuwanderer. Da gibt es eine eigene Tabelle. Wie viele haben wir davon in Deutschland? Ich würde sagen etwa 2 Millionen. Gut, Menschen sagen weniger. Wir gehen mal von 2 Millionen aus, denn sind das etwa 2% der Bevölkerung. Und Sie können nun dieser Liste entnehmen, dieser Tabelle, für wie viel Prozent von welchen Taten die verantwortlich sind. Und dann nehmen wir mal Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 14,9%. Und wenn 2% unserer Bevölkerung hier für 14,9% der Taten verantwortlich sind, dann sind die nicht genauso kriminell wie Deutsche, sondern 7-mal so kriminell in dieser Hinsicht. Das ist die Realität. Und ich möchte aber, das möchte ich nochmal dazu sagen, weil man ja angesichts dieser Zahlen, das ist ganz normal, da wird man wütend. Und ich muss auch wirklich sagen, wir brauchen mehr Zorn in Deutschland, weil uns alle diese Situation viel zu sehr egal ist. Aber Ziel dieses Zornes dürfen nicht diese Wirtschaftsmigranten sein, sondern Ziel unseres Zornes muss ganz entschieden die Politik in Berlin sein, die diese dramatische Entwicklung eingeleitet hat. Und wenn denn mal was passiert, da kann man denn die verschiedenen Politiker sich immer durchlesen, was in den Zeitungen so steht. Da überlegt man denn, was die Behörden dann wieder falsch gemacht haben. Denn schuld sind natürlich immer die Behörden. Da wird dann versucht, einen Schuldiger ausfindig zu machen. Man sagt auch gerne, wir stocken halt die Polizei auf. Und dann ist das Thema gegessen. Gerade jetzt haben Sie diese ganzen Podiumsdiskussionen, da haben Sie Zeitungsartikel und da will jeder die Polizei aufstocken, als würde das irgendwas ändern. Wir können die Polizei nicht immer weiter aufstocken und die Behörden sind auch ganz sicher nicht das Problem. Die Behörden haben einfach eine Mammutaufgabe zu bewältigen, die ihnen irgendwann über den Kopf wachsen muss und schuld daran ist unsere Politik und niemand sonst. Und jetzt gehen wir mal zum nächsten Punkt, zum Thema Rente. Und da muss ich auch wirklich sagen, wenn man sich das mal anschaut, was uns in Zukunft erwartet, ist es absolut verwunderlich, dass die Leute ruhig bleiben und immer noch die Altparteien wählen, die sie vielleicht schon immer gewählt haben und meinen, es würde irgendwie gut werden. Wir wollen uns mal das Rentenniveau anschauen. Wer 1990 in Rente ging, der bekam 55% vom letzten Lohn und davon wurden besteuert so zwischen 27 und 35%. Prozent etwa. Unsere Zukunft sieht aber anders aus. Im Jahre 2030, so sind die Prognosen, bekommen wir noch 43% von unserem letzten Gehalt als Rente und das wird dann ab 2040 zu 100% versteuert. Darauf können wir uns alle freuen. Der demografische Wandel war schon mal ein Problem. Unsere Gesellschaft wird immer älter, das war schon lange klar. Der Generationenvertrag würde irgendwann nicht mehr funktionieren. Zu Anfang haben 3 Beitragszahler einen Rentner finanziert. Es war klar, irgendwann ist das Verhältnis bei 1:1. Irgendwann kippt es in die andere Richtung. Jeder 4. Steuereuro wird momentan für das Sozialsystem ausgegeben. 2060 ist es schon jeder 2. Es war klar, dass unser Sozialsystem auf den Kollaps zurasen würde, wenn man nicht irgendwas tun würde. Und ganz sicher würden dazugehören massive Steuerzuschüsse. Das war schon vor Jahren das Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen, das große Problem der Zukunft. Und in dieser dramatischen Lage fällt den Altparteien nichts anderes ein, als dieses Sozialsystem, das vor seinem Abgrund schon stand, ja, zu öffnen für die Armen dieser Welt. Warum ist denn die Rente kein großes Thema auf den Wahlplakaten? Ich habe zumindest noch keines gesehen. Ich kann es Ihnen sagen, es ist einfach schwer, irgendwie noch Ihnen was vorzulügen, dass Sie eine vernünftige Rente bekommen würden. Mit der Rente war es das, liebe Freunde. Unsere Volksvertreter verspielen unsere Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht einfach zurückkehren, nachdem wir so etwas jetzt wissen, in unseren wohlig warmen Alltag und uns mit irgendetwas ablenken. Nein, das Credo muss lauten, Kampf den Deutschlandabschaffern mit allen demokratischen Mitteln. Ja.
Wohlstand hatte ich auch angesprochen, auch ein wichtiger Punkt. Deutschland verfügt bekanntermaßen nicht über irgendwelche Rohstoffe, mit denen Geld zu machen ist. Nein, unser Potenzial ist unser Fleiß und unsere Innovation. Und da kommen wir auch wieder auf das Migrationsthema. Denn was momentan hier passiert, ist keine Einwanderung in den Arbeitsmarkt, wie man uns vielleicht suggerieren möchte. Hier kommen natürlich absolut Ungebildete, von denen wir überhaupt nichts haben. Interessant ist auch, dass gerade die Leute, die sie geholt haben, sich ja nichts weniger auf die Fahne geschrieben haben, als die vierte industrielle Revolution auszulösen, die Industrie 4.0. Die Industrie 4.0, das bedeutet mehr autonome Maschinen. Und mehr autonome Maschinen bedeuten weniger Bedarf an Ungebildeten. Was hier passiert, ist also genau falsch. Wir können diese Einwanderung, diese Armutseinwanderung absolut nicht gebrauchen. Und wir sehen es auch bei der Bildung, dass es in die ganz falsche Richtung läuft. Schon jetzt stehen wir weltweit nur noch im Mittelfeld. Und das muss uns wirklich alarmieren, denn unsere Bildung ist wirklich der Kern unseres Innovationspotenzials. Wenn wir da weiter absacken, dann sieht es schlecht aus mit unserer Zukunft. Schon jetzt klagen viele Lehrer, dass Klassen kaum noch beschulbar sind, weil die Aggressivität zunimmt, weil viele Schüler überhaupt kein Deutsch sprechen. Wir können die Integration so nicht schaffen. Wenn wir uns mal anschauen, in Frankfurt, 75% der unter 6-Jährigen haben einen Migrationshintergrund. Ja, worin soll ich mich da integrieren, in die deutsche Minderheit oder wie? Das können wir vergessen, das überfordert uns absolut. Und unser Bildungssystem und unsere Wirtschaft werden sehr darunter leiden. Deutschland muss Deutschland bleiben, sagte ich. Und da geht es für mich nicht um irgendwas Geografisches. Wenn ich von Deutschland spreche, dann spreche ich nicht von Häusern, Straßen, Bergen oder Wäldern. Deutschland muss man spüren. Und das liegt an einer bestimmten Art des Miteinanders. Das liegt an unserem deutschen Wertekanon, unserer Tradition, unseren Bräuchen. Und wo das nicht mehr da ist, da verschwindet auch Deutschland. Um dieses hochzuhalten, brauchen wir aber eine Mehrheit unseres deutschen Volkes. Und auch das ist hier etwas, das ja teilweise noch verneint wird. Man liest immer wieder Zeitungsartikel, die Überschrift haben, gibt es eine Islamisierung? Ja? Oder werden wir tatsächlich ausgetauscht, ja, wo man das denn widerlegen möchte? Ich muss fast in jeder Rede einmal auf die Geburtenraten zu sprechen kommen. So auch jetzt, weil da wird Ihnen schnell klar werden, in welche Richtung es gehen muss. Unsere Geburtenrate, die Geburtenrate von uns Deutschen liegt bei 1,3. Das heißt, jedes Jahr verschwindet einmal Kassel. Ja? Wir werden immer weniger. Die Geburtenrate aber der Migranten, die hierher kommen, liegt bei 3,1 bis 4,8 etwa. Und da muss man wirklich überhaupt kein Mathe-Genie sein, um sich zu überlegen, was passiert denn, wenn wir immer weniger werden und die Einwanderer immer mehr. Wer tatsächlich behauptet, es gäbe keine Islamisierung oder das anzweifelt, den dürfen Sie als dreisten Lügner bezeichnen. Und letztendlich muss ich auch die von den Grünen vertretene Homo-Lobby mal fragen, ja, oder die ganzen Frauenrechtlerinnen, wen sie denn wählen sollten. Denn die Mehrheitsverhältnisse, das ist fast unabwendbar, werden sich ändern und da kann sich ja jeder mal schlau machen, wie denn in muslimischen Gesellschaften, wie es denn da um die Homo-Lobby bestellt ist oder wie es um die Frauenrechte bestellt ist. Es gibt tatsächlich nur noch eine Partei, die auch für diese Personengruppen sich einsetzt und die heißt AfD. Ja, zusammenfassend muss man sagen, dass die Lage wirklich ernst ist. Und wer jetzt nicht etwas tut, wer jetzt nicht Widerstand leistet und wer immer noch die Altparteien wählt, weil er das alt Jahre ja immer schon so gemacht hat, ja, und weil es bequem ist, der muss sich Mitschuld geben an nichts weniger als dem Untergang unserer Nation. Wir sind ja heute hier und wir stehen Deutschland zur Seite. Und da muss ich auch noch sagen, man kann es sich ja immer nicht verkneifen im Zusammenhang mit unserer Partei.
irgendwelche Andeutungen in Richtung deutscher Geschichte zu machen. Und da muss ich sagen, wenn einer daraus gelernt hat, denn wir haben nämlich gelernt, dass man misstrauisch werden muss, wenn es eine vorgegebene Einheitsmeinung gibt. Und wir haben gelernt, dass einer Regierung nicht blind zu vertrauen und nicht blind Folge zu leisten ist, sondern dass sie von Zeit zu Zeit daran erinnert werden muss, dass das Volk der Souverän ist in einer Demokratie.